Im Spätherbst 2016 erwacht in den Babelsberger Filmstudios eine faszinierende Welt zum Leben. Lummerland. Michael Endes legendäre Insel, deren Bewohner mit ihren Abenteuern seit fast 6 Jahrzehnten die Fantasie von Generationen beflügeln. Macht Platz für seine königliche Hoheit! Drehbeginn von Jim Knopf. Jim. Und Lukas, der Lokomotivführer. Zum allerersten Mal wird Michael Endes legendäre Geschichte vom kleinen Waisenjungen Jim auf der Suche nach seiner wahren Identität mit realen Personen verfilmt. Das hat mich sofort gefreut, dass ich dann Teil davon sein darf. Also sowas habe ich in meiner Film und in meiner Filmkarriere noch nicht erlebt. Ich hatte eigentlich das Gefühl, als ich hier ans Set kam von Lummerland, wir drehen auf Originalschauplätzen. Eine Produktion der Superlative. Innerhalb von 3 Monaten haben die Macher in Potsdam nicht nur die legendäre Insel mit 2 Bergen gebaut. Auch der furchteinflößenden Drachenstadt und dem Klassenzimmer von Frau Malzahn wurde auf faszinierend realistische Art und Weise Leben eingehaucht. Ruhe! Wir haben zig Tonnen von so einem Schaumstoff verarbeitet. Das ist das Aufwendigste, was ich je gesehen habe. Absoluter Höhepunkt, die Dreharbeiten vor der atemberaubenden Kulisse Südafrikas. 4 unvergessliche Wochen. Kapstadt zu erleben, Südafrika zu sehen, das hätte ich mir nie träumen lassen. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Da soll noch mal irgendeiner in meiner Gegenwart behaupten, meine Frau, mein Haus, mein Boot. Dann sage ich ihm, pass mal, willst du mein Boot sehen? Bereits kurz nach der Jahrtausendwende hatte Produzent Christian Becker damit begonnen, für seinen großen Traum zu kämpfen. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, auf die Kinoleinwand zu bringen. So konnten wir nach einer fast 16-jährigen Reise zusammen mit unserem Co-Produzent Malao, Studio Babelsberg und der Warner dieses Projekt abschließen und diese riesige Summe zusammenbringen. Mit fast 30 Millionen Dollar Kosten ist Jim Knopf einer der teuersten deutschen Filme, der jemals produziert worden ist. Einige der besten deutschen Schauspieler schlüpften für den Film in Rollen, die bereits seit Anfang der 60er Jahre ganze Generationen begleiten. Da haben wir eine so entzückende Frau Waas mit der Annette Frier. König Alfons, Herr Ermel, Sie sind wieder da! Einen unglaublich komischen Herrn Ermel. Einen verplanten und verrückten König mit dem Uwe Ochsenknecht. Ich hab gehört, du spielst Jim Knopf, König Viertel vor 12. Da beneide ich dich ja drum. Ah, das hätte ich auch gern gemacht. Meine Krone! Mein Zäpfchen! Zepter! Danke, aus! Die Rolle des pfeiferauchenden Lokomotivführers Lukas übernahm einer, mit dem die wenigsten gerechnet hätten. Henning Baum. Es ist nicht so, dass ich privat gedacht habe, aber ich bin ja der Lukas. Wo ist die Eisenbahn? Aber es hat offenbar doch was mit mir zu tun. Erstens seid ihr mutig und zweitens seid ihr schlau und haltet euch gut fest, okay? Ich glaube, dass der Lukas so der bärige Freund ist, den wir Kinder, wir Jungs im Speziellen vielleicht uns alle so gewünscht haben. Wenn wirklich Not am Mann ist, ja, dann hätte man Henning gerne an seiner Seite. Der heimliche Star am Jim Knopf-Set aber war sie, Emma. Lukas' eigensinnige Lokomotive mit Herz. Sie hat ja auch Möglichkeiten, sich zu artikulieren. Es gibt die Pfeife, das ist wie ihre Stimme. Alles in Ordnung, Emma? Es gibt natürlich die großen Scheinwerfer, die wie Augen auch extra angelegt sind. Und so kann sie auf verschiedenen Wegen auch Emotionen ausdrücken. Die Emma ist ja auch ein lebendiges Wesen. Sie hat eine Seele. 4 Versionen der berühmten Dampflok ließen die Macher anfertigen. Was für ein Aufwand, die Eisenbahn dahin zu schaffen. Wir hatten die Emma jetzt in der Wüste, wir haben sie hier in der verbrannten Landschaft. Wir hatten sie auch schon in den Bergen, ganz schmale Wege wurde sie da hochgebracht. Ziemlich beeindruckend. Fehlt noch dieser junge Mann hier. Hi, I'm Solomon.
Und I played Jim Knopf. Ich wusste es, als ich das erste Casting-Tape gesehen habe. Genau so haben wir uns immer Jim vorgestellt. Es ist wirklich toll, was für eine Spielfreude er mitbringt. Ja, gleich wird's. Superman. Vor allem über ein sehr wichtiges Detail wurde vor Drehbeginn heiß diskutiert. Jims Knopf. Bitte sehr, Jim. Wenn es das nächste Mal reißt, dann kannst du es einfach wieder zuknöpfen. Oh, ein Knopf? Mhm. Jim Knopf. Ein schöner Name, finde ich. Die Ende Erben, die waren auch sehr an dem Knopf interessiert und wollten auch unbedingt wissen, wie sieht denn der Knopf aus. Der sorgsame Umgang mit Michael Endes Vermächtnis. Seine legendäre Geschichte neu zu interpretieren, ohne die zeitlosen Botschaften darin zu verfälschen. Siehst du, die Angst hilft dir nicht weiter. Und weglaufen macht's nur schlimmer. Das war eine große Aufgabe, der sich jeder im Filmteam mit Sorgfalt und Respekt stellte. Da haben sich tatsächlich alle Gewerke bemüht, dem Zauber, der der Geschichte innewohnt, gerecht zu werden und den zu heben. Als Verneigung vor dem Werk eines der größten deutschen Schriftsteller, der 1995 im Alter von nur 65 Jahren starb. Er will uns nicht belehren. Es ist kein erhobener Zeigefinger da. Und trotzdem erklärt es uns die Welt und gibt uns eine Orientierung, aber ohne aufdringlich zu sein. Als die Augsburger Puppenkiste seine Geschichte fürs Fernsehen verfilmt, Jim soll er heißen, denn genau so sieht er aus, ist der Erfolg nicht mehr aufzuhalten. Das hat dann einen solchen Schwung gegeben, dass das Buch dann wirklich zu einem internationalen großen Erfolg wurde und dann zum Klassiker. Ich heiße Lukas. Und ich Jim. Wir erfahren das immer wieder, dass sich gerade die Erwachsenen sehr intensiv an diese Geschichten von damals erinnern. Dasselbe gilt für die legendäre Lummerland-Melodie. Filmkomponist Ralf Wengenmeier stellte sich der großen Aufgabe, für den Film fast 100 Minuten Musik zu komponieren, die vom Babelsberger Filmorchester eingespielt wurde. Da werden so alle Erinnerungen an die Samstage und Sonntage vor der Puppenkiste wieder unterbewusst wachgerüttelt und wir geben das sozusagen weiter an eine neue Generation. Das war mir immer wichtig. Für alle am Set waren die Dreharbeiten eine faszinierende Reise zurück in die eigenen Erinnerungen. Eine kleine, sehr kleine Insel. Wir sind ja alle irgendwie mit Jim Knopf aufgewachsen, also jeder auf seine Art. Lag mitten im weiten, endlosen Ozean. Das sind einfach Kernerinnerungen aus der Kindheit. Also es ist schon so, meine Generation, das hat sich eingebrannt, ne? Das hat uns auch geprägt. Ne? Aber Herr Erwel, ich bin untröstlich, Majestät. Ich bin da ehrlicherweise Kind des deutschen Fernsehens und habe mir damals von hinten und vorne die Augsburger Puppenkiste gegeben. Was? Hier spricht Frau was? Die ersten beiden Bücher meines Lebens. Das ist der Grund, weshalb ich es spiele. Es gibt drei Sachen, die wirklich mir als erstes in den Sinn kommen, dass der Jim dunkelhäutig ist. Wann geht's los? Dass es eine Lokomotive gibt, die Emma heißt, und dieses Wasser. Diese Frischhaltefolienwasser, genau. Jetzt fahren wir erstmal los. Das war immer ein Highlight, wenn dieser Röhrenfernseher, ne, der dann auch immer so lange gebraucht hat, bis er anging. Ich hatte immer Angst, diese Tür von der Augsburger Puppenkiste zu verpassen, weil das fand ich immer am spannendsten, wenn er so aufgeht wie so ein Vorhang und so. Um Michael Endes fantastische Welten so authentisch und stimmig wie möglich auf die Leinwand zu bringen, ging die Arbeit nach Drehende des Jim Knopf Kinofilms im Januar 2017 für mehrere hundert Spezialisten noch fast ein ganzes Jahr lang weiter. Mithilfe modernster digitaler Effekte wurde zum Beispiel Lummerland erst im Nachhinein zur echten Insel, das Tal der Dämmerung zur lebensbedrohlich wirkenden Schneise. Das ist zeitgemäß, was wir machen. Das ist das ganze Erscheinungsbild des Films. Weil jetzt auch die Möglichkeiten da sind, diese fantastischen Welten in dieser Form entstehen zu lassen.
Die faszinierendste Welt aber gelang der Produktion mit Mandala, Michael Endes legendärem Kaiserreich, mit seiner Hauptstadt Ping. Und die da? Das sind die berühmten Kinder und Kindeskinder und Kindeskindeskinder der Mandalana. Ist wieder so eine kleine Wunderlichkeit. Außer den Menschen ist fast alles in dieser Welt eine einzige digitale Illusion. Und die entstand so. Das hier ist die Mittelhalle, das größte Studio in Babelsberg. Hier wurden schon so fantastische Filme gedreht wie Metropolis von Fritz Lang und andere Klassiker. Und wir dürfen jetzt hier Ping, die Hauptstadt von Mandala, bauen, allerdings nur das Portal. The Emperor is busy. Now take a walk. Es ist, glaube ich, immer noch die größte Filmhalle. Die war ja vollständig mit Grün ausgekleidet. Und dann wurde diese Kulisse da also reingebaut. Das hatte natürlich schon eine große Wirkung. Beim Dreh der Mandala-Szenen in Babelsberg kamen 150 Komparsen zum Einsatz. Mit viel Liebe zum Detail wurde in monatelanger Handarbeit für jeden einzelnen von ihnen ein eigener, ganz individueller Look entworfen und gefertigt. Es ist sehr weit gefächert, aber viel Fantasie. Viel Fantasie. Fantasie wurde auch den Schauspielern am Set vor allem immer dann abverlangt, wenn die fiktiven Darsteller aus Endes Geschichte auf dem Drehplan standen. So wie zum Beispiel der niedliche Nepomuk. Nur weil meine Mutter ein Nilpferd war und ich ein Halbdrache bin. Ein Nilpferd? Naja, mein Vater war ziemlich kurzsichtig. Ganz große Aufmerksamkeit ist natürlich auch auf dem Gesicht, wenn man dann da versucht, die ganz vielen komplexen Muskelgruppen darzustellen. Michael Bulli-Herbig ließ sich das Mitwirken an der deutschen Megaproduktion nicht nehmen. Als Nepomuks Stimme. Der Ofen ist da drüben und ich bin übrigens Nepomuk. Und Creative Producer im Hintergrund. Ist eigentlich ganz bequem, sitzt nur da und sagst was. Sagst, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. So. Und insofern habe ich auch die bequemste Rolle mir gekrallt, den Nepomuk. Oh, was für eine Schmach! Welche Schande! Nicht mal Menschen halten mich für einen richtigen Drachen. Was für ein Unglückstag! Ja, also einen Halbdrachen, mit dem ich mich durchaus identifizieren kann. Für die Aufzeichnung der Bewegungen von Frau Malzahn und die Synchronisation für den englischsprachigen Markt gelang es der Produktion, einen echten Weltstar für sich zu gewinnen. Shirley MacLaine. Und nach ihr wurde dann der Drache dann auch modelliert. Ich bin Frau Malzahn. In der deutschen Fassung wird Michael Endes legendärer Drache von einer der bekanntesten Charakterdarstellerinnen des Landes gesprochen. Judy Winter. Sag mir, wer sind die Oberherren der Schöpfung? Sehr schön. Jetzt erwacht er zum Leben, das ist schon toll zu sehen. Perfektion. Und zwar bis in die Haarspitzen. Das galt am Jim Knopf-Set auch für Maske und Kostüm. Ja. Die Leute denken immer, Haare wären totes Material. Es geht durch Mark und Bein. Mit viel Fantasie und Liebe zum Detail erweckten Maskenbildner Georg Korpers und Kostümbildnerin Ute Paffendorf gemeinsam mit ihren Teams Michael Endes Figuren zum Leben. So unterschiedlich wie hier habe ich, glaube ich, noch nie Figuren entwickeln dürfen. Also, liebe Damen und Herren, sieht Ricke Welli in Wirklichkeit aus. Das bin ich, gelebt und lebt. Ja. Perfekte Vorbereitung war das eine. Südafrikanische Set-Realität das andere. Denn der starke Wind in den Sanddünen von Atlantis außerhalb von Kapstadt machte den Dreh für alle am Set zur echten Herausforderung. Das hilft nichts. Ja, das sind die Widrigkeiten und dann muss man irgendwie umgehen und dem Leben die Zunge rausstrecken.
Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Die Dreharbeiten der gigantischen Kinoproduktion, sie werden für alle unvergesslich bleiben. Nicht nur wegen der fantastischen Abenteuerreise zurück in die eigene Erinnerung, sondern auch, weil Michael Endes zeitlose Botschaften ihre Wirkung im Hier und Jetzt ganz aufs Neue entfaltet haben. Wenn die Leute mit dem Gefühl rauskommen und sagen, toll, so habe ich mir das immer vorgestellt, dann hat man alles richtig gemacht. Ein Riesenprojekt. Ja. Das finde ich ganz toll, dass sowas auch hier gemacht wird und möglich ist. Es ist immer noch wie so ein Evergreen, eine Geschichte, die immer noch einen Reiz hat, den sie vor 40 Jahren auch noch hatte, weil sie eben damals so fantasievoll geschrieben wurde. Und das finde ich toll. So, Ladies and Gentlemen, that was the last one for Solomon! And now we're going to the water. Ich glaube, Michael Ende hätte das gesehen und das hätte ihm gefallen. Glaube ich schon. Wer weiß, vielleicht sieht das ja.